wir haben natürlich viel zu wenig Geld. Das ist ja wohl logisch. Viel zu wenig Geld. Ich weiß, ich glaube, ich habe das vorhin gelesen, dass man auch Sprinkler haben kann. Die Frage ist, bleiben die Sprinkler jetzt für den Rasen? Oder gilt das dann auch für die Beete? Also da ich jetzt noch so viel Zeit habe, tue ich natürlich weiterhin mit der kleinen Kanne gießen. Aber wenn wir nachher noch mehr gießen müssen, dann glaube ich, macht man sich echt eine Zeitersparnis, wenn man eine größere Kanne hat. So. Ich sehe noch einen Graszippel, aber das ist mir wurscht. 600 noch was. Wie soll ich die zusammenkriegen? Die größere Schaufel kann ich schon freischalten. Machen wir. So. Die Gießkanne. Die größere können wir schon freischalten. Das Grasset können wir schon freischalten. Das machen wir mal. Den Pinsel können wir schon freischalten. Den Handrasenmäher. Mehr 400 Quadratmeter Gras haben wir. Wir haben sogar 710 Quadratmeter Gras gemäht. Und die Gartenerweiterung haben wir auch. Dann haben wir den großen. Den können wir noch nicht freischalten. Guck mal. Besitze zwei Gartenerweiterungen und, ja, dann kommt es natürlich hin. Besitze Handrasenmäher. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Die können wir noch nicht. Ja, doch, hier muss irgendwas noch. Ah, hier, der Komposter. Oh, der Komposter. Die Frage ist, was kommt in den Komposter rein? Ein Komposter, mit dem man Unkraut. Unkraut, um Dünger herzustellen, den brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, hier können wir Randsteine machen. Die kosten wahrscheinlich einen Haufen Schotter. Na, 10 geht, ne? Hecken können wir freischalten. Die große Heckensäule. Ne, Heckensäule niedrig. Okay. Und den ersten Fred können wir freischalten. Will ich wissen. Fred kostet 10. Also, für so einen schönen, super tollen Gartenzwerg bezahlen wir 10. Holzboden. Das ist bestimmt der Holzboden, den wir bauen müssen, damit unsere Pakete immer ankommen. So. Die Gartenbank könnten wir uns schon leisten. Kostet auch nur 10. Das ist ja... Und die Steintöpfe können wir uns kaufen. Und die nächste Erweiterung hier ist auch da. So, wir müssen hier Gartenerweiterung links daneben. 680. Oje, 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 oje. So, dann haben wir die Erweiterung mal alle freigeschaltet. 9:39 Uhr. Ach ja, da wird ja was geliefert. Da war ja was. Boah, Katze, hast du ein Glück. Der Komposter ist da. Der Komposter ist da. Den lassen wir mal beim Müll, ne? Oh Gott. Den auch wieder aufheben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ist egal. Der bleibt jetzt da stehen und unser Unkraut wird jetzt genau da reinkommen, wenn wir noch mal welches finden sollten. Mit Auberginen können wir... Ich frage mich gerade, ob wir jetzt noch mal Pilze oder Aubergine oder sowas anpflanzen sollten. Dass wir da ein bisschen mehr von haben, ne?
Was war die Voraussetzung für die Paprikas? Chili, Paprikasaat. Stelle ein Feld mit 4 ausgewachsenen Peperomonien. Peperomonien. Das kommt ja, das haben wir ja, ne? Warte mal, ich bestelle noch eine Aubergine-Saat, die will ich noch dazu, als 2. Da passen noch 2 Stück hin. Und, damit haben wir die Lauchsaat freigeschaltet. Pilze kosten 2. Soll ich nochmal 2 Pilze machen? 8 Stück. Ach komm, wir machen nochmal. Ist doch egal. Wir müssen ja mit irgendwas Geld verdienen. Komm, wir machen 10. Weil das dauert ja sonst viel, viel zu lange, bis das hier, bis wir hier mal einen Taler verdienen können, ne? Ne, Mieze. Ja, ne. Ja. Ich stelle mich jetzt hier hin. Mal sehen, ob es mich trifft. Das war daneben. Das auch. Ey, was soll der Dreck hier? Hä? Wo ist das Holz hin? Das ist drin gelandet. Wo ist das andere gelandet? Noch mehr Holz? Nee. Wo ist jetzt die andere Holzlatte gelandet? Da wird doch der Hund in eine Pfanne verrückt. Ein Müll. Kann man sich hier den Müll irgendwie anzeigen lassen mit Z oder sowas? Ja. Also mal gucken hier. Warte mal. Einstellungen. Steuerung. Nein. 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 Warte mal. Hauptmenü, Einstellung weiter. Nee, nee. Jetzt ist dieses komische Brett hier irgendwo gelandet und ich weiß nicht wo. Ist aber auch kacke, oder? Jetzt habe ich hier immer einen Müll liegen. Ja, das ist aber auch kacke mit einer. Ich weiß ja jetzt nicht, wo das hingelandet ist. Ja, ist egal. Wir pflanzen jetzt mal kurz die Aubergine ein. Die wird sich natürlich nicht zeigen. Raster ausschalten. Machen wir hier eine hin. Und hier passt auch noch eine hin. So. Dann sieht das Beet aber wenigstens schon mal einigermaßen aus. Und dann nehmen wir jetzt die Pilze. Aber die machen wir mit Raster. Weil die kann man richtig schön... Ah! 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 Oje! Oje! Das war natürlich nicht so geplant. Hätte ich das gewusst, ne? Ja, Miezekatze, was los? Was mautst du? Andere Zaunseite. Ah, ich guck gleich mal. Aber die Pilze kann man auch so ein schönes, dickes Beet bauen hier, ne? Könnte man hier echt so... Ja, das muss man aber alles erstmal wissen, ne? Zaunseite.
Er hat mir gesagt, hier liegt ja auch noch Müll rum. Ne? Wir werden es gewahr werden. So, ich würde sagen, wir gehen schlafen. Ne, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Kompostmeister. Dann machen wir jetzt einen Landwirt auch nochmal. Dann haben wir erstmal überall einen Punkt reingesetzt. Gibt es hier kein Katzenspielzeug? Es gibt bei Deko, aber ich weiß nicht, ob die Katze damit spielt. Da müssen wir mal gucken. So. Zwei Unkraut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier ist eins. Nee, doch. Das. Hand. Hier ist ein Unkraut. Das machen wir hier rein. Oha. Die können wir schon mal sammeln. Echt. Eine Aubergine, zwei Talerchen. Ganz ehrlich, ne? Das ist echt traurig. So, dann haben wir hier nochmal. Also ein Unkraut macht 20%. Jetzt 40. Aber der Müll ist trotzdem nicht zu sehen, ne? Ich komme hier auch nicht raus, ne? Es ist wirklich nicht machbar. Ich hab sie! Ich hab sie! Oh Gott sei Dank! Aber es ist nicht der eine Müll. Ich habe die Latte gefunden, aber das ist nicht der eine Müll. Hier muss irgendwo noch Müll rumliegen. Hier muss irgendwo noch Müll rumliegen. Aber ich habe doch jetzt hier alles schon weg. Ah ja. Dann halt nicht. Der Kater heißt Willi. Ah ja. Ah doch, ist doch weggegangen, stimmt. Da, du hast recht, Diggi, du hast recht. Es ist weggegangen, tatsächlich. Stimmt, der Müll ist jetzt weg. Sehr gut aufgepasst. Ja, ja, ihr habt sehr gut aufgepasst. Sehr, sehr schön. So. Beifuß nochmal. Also es ist wirklich ganz schön idyllisch, ne? Wenn man jetzt über bedenkt, vorgestern haben wir noch Zombies geschlachtet, jetzt tun wir idyllisch Rasen mähen und gießen und so. Ist schon krass, ne? Gestern mit einem lauten Traktor übers Feld gejuckelt. Alles gegossen, alles fertig, alles clean. Das waren die Primeln. Warte mal, warte mal. Hab ich nur 4 Primeln gepflanzt? Nein, oder? Bin ich jetzt komplett lost? Irgendwie bin ich gerade komplett lost. Das sind die anderen. Okay, so. Auberginen. Dann ernten. Ein Unkraut.
Ja, das hat sich ja schon mal ein bisschen gelohnt hier, ne, das zu machen. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Da ist noch ein Unkraut. Bin gespannt, wie das dann jetzt wird. Ja, leider noch nicht 100% voll, ne? Den kann ich auch woanders hinstellen. Ah, okay, okay, ich verstehe. Hallo Miri! Bei 680 ist ja schon echt eine Hausnummer, ne? Wie gesagt, das sind jetzt wirklich die Anfänge, sind wohl wirklich alle Anfänge schwer. Fähigkeitenpunkt bekommen, sehr schön. Die habe ich schon, die habe ich schon. Okay, die Aubergine noch. Aber hier, ganz ehrlich, hier zwitschern die Vögel. Man hört nur das Wasser platschen. Ab und zu mauzt mal die Katze. Was so ein bisschen bedauerlich ist, dass man hier tatsächlich nicht rauskommt. Dass hier wirklich am Zaun die Grenze ist, ne? Weil wenn man mal guckt, ich würde gerne mal hier... Da hinten und so, ne? Aber vielleicht kann man irgendwann rausgehen, wenn man das hier alles freigeschaltet hat. Kann ja möglich sein, ne? Mieze Katze! Den Kompost gießen? Echt jetzt? Nein. Nein, nicht den Kompost. Also ich würde ja schon ganz gerne hier mal so ein bisschen umschmökern gehen, ne? Katze. Nein. Fähigkeitenpunkt. Geht natürlich in den Akademiker, natürlich. Wir wollen ja ein bisschen schneller hochkommen in die ganzen Angelegenheiten. Oh. Pflücke 5 Primeln. Hab ich die Primeln überhaupt gehabt? Primeln. Stimmt. Dafür müssten wir im Garten... Okay, die Beifuß haben wir jetzt ausreichend gehabt, genau. Dafür hatten wir den Beifuß. Aber wir müssen noch 16 Taler kriegen. 16 Gartentaler. Und den ersten Gartenzweck aufstellen. Ach komm. Digi. Katze, weg da! Katze, Kiste kommt! Warte mal, ich will noch mal ganz kurz in die Deko gucken. Da war doch hier... War das hier? Da ist Deko. Nee, Deko? Hier ist Deko. Also, man hat hier einen Ball. Aber für die Katze an sich hat man tatsächlich nichts. Du musst mit dem Ball in dieses Fass werfen, dein Erz. Bei Palettenladezone. Okay, wir brauchen diese Palettenladezone, Leute. Die ist unbedingt notwendig. Den kann man auch werfen.
Ja, Gott, nee. Man kann den sogar werfen. Ich will den. Warum kann ich den nicht drehen? Ach so. Ach. Raster ausmachen. So. Der ist aber mickrig. Oh mein Gott, ich habe einen. Auf den Zaun setzen, warte mal. Ach Mann. Guten Tag. Eins plus mit Sternchen. Er ist schön. Ich mag ihn. Oh. Ach, guten Morgen. Nein. Erstmal hier, ne, uns Kätzchen, ja, ganz viel Liebe für dich, ganz viel Liebe. So, ne, Unkraut 2, wir müssen erstmal Unkraut finden, ne. Okay, die Auberginen sind jetzt, glaube ich, alle gewachsen, deswegen kriegen wir jetzt immer hier schön Chiki pro Aubergine 2 Talerchen, sehr schön. So. Jetzt ist unser Komposter voll, ne? Aber was macht man jetzt? Wie kriegt man denn jetzt den Komposter raus? Und vor allen Dingen... ja, aber was macht... wie macht man das denn jetzt mit dem Kompost? Peperioine Dingsen ernten. Boah, das war jetzt fett in der Kiste, ne? Pilze, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, können wir auch gleich mal ernten. Dann können wir ja jetzt vielleicht schon fast mit dem Paprika anfangen. So. Sagt mir, dass wir jetzt, also wir haben jetzt hier freigeschaltet, die Paprikasaat haben wir freigeschaltet und hier haben wir die Primelsaat freigeschaltet, sehr gut. Und den Peter, den haben wir auch freigeschaltet und ihr könnt es mir echt nicht übel nehmen. Der kostet 25! Hallo Miki! Aber Vogelscheuchen gibt's hier nicht. Ist mir gerade so aufgefallen. So, wie viel Paprika brauchten wir? 6. Wir brauchen 6 Paprika. Das ist eine teure Angelegenheit. Oh je, oh je, oh je. Und was brauchten wir noch? Warte mal. 5 Primeln. Ach, die Primeln brauchten wir auch noch. Stimmt ja. 5 Primeln. Primeln. 5 Stück. Die können wir uns nicht leisten. Wir können uns nur 4 leisten. Dein Ernst? Aber es liegt an dem, haben wir... Okay.